herzliches Willkommen zurück zum Witcher, dem dritten Teil. Ich bin mal auf die Karte, damit wir uns mal ein bisschen orientieren hier, denn ich wollte ja, ich habe ja gesagt, ob wir an der Yaruga sind, ne? Am Yaruga-Fluss, aber ich sehe gerade hier, der Yaruga-Fluss, der schlängelt sich hier entlang. Hier drüben müsste Syntras sein. Dort ist ja auch Ciri im Grunde, ja, ich sag's mal, entführt worden. Ich weiß nicht, wie weit die Geschichte hier noch drauf eingeht. Und hier oben dann, genau, Vizima, Novigrad und hier unten müsste dann Oxenfurt mit der Universität sein, ne? Und hier schlängelt sich dann der Ponta entlang. Also wissen wir, also ich habe keine Ahnung, was das für ein Fluss hier ist. Keinerlei Ahnung. Ja, Kaer Morhen, die Hexerheimat, ziemlich weit im Norden. Genau. Weiter gibt's im Grunde hier nicht mehr viel zu sagen, ne? Also, ich glaube, wir kommen noch ziemlich weit rum hier, wenn ich das mir so anschaue. Müssten wir vielleicht Oxenfurt eventuell auch noch drauf haben auf der Karte. Oder sind es dann nur, kommen wir nur zu den Gebieten, die hier... Das wäre natürlich schade, ne? Aber wird wahrscheinlich so sein. Die hier im Grunde angegeben sind. Das ist wirklich... Wäre schade, wenn wir die Welt nicht ganz bereisen könnten. Ich habe keine Ahnung. So, also schauen wir weiter. Schauen wir wieder raus und weiter. Ne? Wir müssten ja hier, haben wir gesagt, dieser Spur weiter folgen. Ne? Aha. Ach, und da drüben waren ja irgendwelche Wölfe vielleicht. Jetzt holen wir mal ein Schwert raus. Gefährlich hier, ne? Immer so mit den Viechern im Hintergrund. Oder sind es... Moment. Wie geht's jetzt hier weiter? Hier rauf? Kann das sein? Anzunehmen, oder? Ja, hier oben geht's weiter. So. Tja, dann nach oben, ne? Oder? Wohin? Des Wegs. Ich gehe mal rauf. Ja, hier geht's weiter. Geht's jetzt hier weiter, hier oben? Oder... Ich schau mal von... Ja, 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 ja. Also ich glaube, es geht hier weiter. Und... Upsa! Up! Vielleicht hier sogar hier rüber. Aber... Nee, eher nicht anzunehmen, oder? Hier unten ist eine Pflanze. Hm. Merkwürdig hier... Hier stoppt irgendwie. Hier ist nichts weiter. Wir nehmen erstmal die Pflanze damit. Ups. Wolfsbann. Und schauen uns noch ein bisschen um. Aber hier geht's nicht weiter. Hier ist irgendwie Ende. Merkwürdig ist. Doch hier rüber. Halt! Ah. Könntest du... Hm, super. Hat ja wunderbar geklappt. Wie komme ich hier rauf? Ja. Ein bisschen Anlauf nehmen. Lassen uns nicht von den Bienen stechen, ne? Und verfolgen beide die Greifennest.
Oder was davon übrig ist. Oh. Hier oben? Der kommt direkt, die Spur kommt direkt vom Greifennest? Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Aber geht die Spur nicht vom Greifennest weg? Ne, ja, ne, oder? Wenn man sich das so anschaut, ist da hinten nicht die Ferse? Ist der rückwärts gelaufen? Knochen, Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Federn. Ich bin zufrieden, wenn ich meinen neuen Controller habe. Ich habe mir ihn bestellt. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Tiefe Schnitte am ganzen Körper, kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Es wird langsam dunkel, ne? Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Ich glaube nicht, dass er hierher zurückkommt, oder? Tja. Armer Kerl, ne? In der Nähe irgendjemand? Okay, gut, zurück. Zurück. Hoppa. Ah, super geklappt. Super geklappt. Ja, ich würde sagen, wenn es jetzt Nacht wird, sollten wir nicht hier draußen bleiben, ne? So, wir sind jetzt hier. So, schauen wir auf die Karte. Wir müssen noch zu der Kräuterfrau. Vielleicht könnten wir da heute noch hin. Ja, nicht das Schlechteste. Wir gehen hier hin. Das ist gut, und dann zur Kräuterfrau, ne? Also, einfach nur dem Pfade entlang. Ja, und dann irgendwie links. Links halten, dann wieder rechts halten. Das werden wir nicht einfach so schaffen, ne? Plötze? Plötze, bist du hier irgendwo? Ja, schön. Plötze.
Es wird dunkel und es wäre schön, wenn du irgendwo hier auftauchen würdest. Danke. Du bist ja trotzdem noch die Beste, ne? So, los geht's. Ah, es wird langsam wirklich dunkel. Auf dem Pferd können wir keine Fackel anmachen. Heya! Leider. Was eigentlich blöd ist, oder? Kleiner Pfad windet sich hier entlang. Finde ich aber schön. Alles klar. Ach so, das ist unser Meister Jäger. Der, ja, dem seine Homosexualität ihm nicht viel gebracht hat. Ne? Nur Ärger. Und ja, ziemlich sicher ist es aber hier auf den Straßen, ne? Wenn die Wachen immer patrouillieren. Wir müssen irgendwo jetzt hier runter. Die Frage ist nur, wo? Halt, warte mal, ist hier noch eine Aranierblume? Die nehme ich mit. Weil da kann ich mir dieses Geisteröl herstellen. Langsam. Und das ist nicht schlecht. Yep. Das nehme ich echt gerne mit. Nicht, dass wir wieder mal irgendwo Geister haben. Und die werden wir wahrscheinlich noch haben. Und uns fehlen Zutaten, ne? Wollen wir ja nicht haben. Wollen wir ja nicht. So, Blitze. Wir müssen... Halt, warte. Entschuldigung. Könntest du bitte jetzt sammeln? Manchmal sammelt er nicht, ne? Könnte natürlich auch an meinem Gamepad liegen. Wie gesagt, das... Demnächst habe ich keinerlei Ausrede mehr, wenn ich mein neues habe. Hoffentlich funktioniert das dann so, wie ich es mir gedacht habe. So. Schafe. Toll, oder? Schauen wir nochmal. Moment, schauen wir nochmal auf die Karte. So. Rollen wir nochmal unsere Karte auf und merken, wir sind vollkommen falsch. Also zurück und den Weg entlang gleich rechts. Oh, hier ist ja noch jede Menge. Was ist denn das? Schillkraut. Ja, tut mir jetzt leid. Das Schildkraut sollten wir vielleicht noch einsammeln. War das für die Schwalbe wichtig? Bin mir nicht mehr so sicher. Oder für den Waldkauz, den man sich braut. Irgendwas war's. Aber cool, oder? Ist es nicht cool? Also ich finde das Spiel. Das ist absolut genial. So, Blötze, wir gehen wieder zurück. Und was haben wir gesagt? Wir müssten eigentlich hier rüber, ne? Los, lauf! Also rechts. Dann kommen wir zur Kräuterhexe. Das scheint doch ihr Haus zu sein, eventuell, oder? Ach, so schnell ist es. Sieht auf der Karte so weit aus. Langsamer! So, ich stelle mich mal mitten auf den Weg hier. Können wir rein? Hallo? Ui, Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ja, das ist... Ich glaube, wir sind doch falsch. Hier ist doch keine Kräuterhexe. Komm schon. Ich gehe mal wieder. Ich bin hier falsch. Tut mir leid, Junge. Tut mir leid. Bin hier doch falsch. Ja, es hat ja echt... Hat ja auch weiter ausgesehen. Könnte dort irgendwo sein. Oh, mitten in der Nacht hier ist nicht so schön. Heya! Ja, war das nicht hier? Soll ich nochmal schauen? Besser ist es, ne? Ehe ich hier in die Bombe reite. Meine Güte. Ach doch. Hier rauf müssen wir doch. Okay, so, weiter geht's. Ja, es ist doch noch ein Stück. Langsamer. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Was? Wie bitte? Ein echter was? Halt!
Halt, oha, halt, halt. Plätze. Halt, halt. So. Hallo? Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte? Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich habe mir jetzt die Kräuterhexe ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Tja. Der Liebe wegen, ne? Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Was machen wir? Was machen wir? Ja, auf alle Fälle brauche ich Kreuzdorn, ne? Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Ja. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Haben wir eigentlich... Wir haben aber keine Schwalbe, ne? Wir haben keine Schwalbe. Die sind immer sehr, sehr harsch hier, wenn die einen vorbeidrängen, ne? Also. Aber toll, oder? Die Lichtatmosphäre hier. Ich glaube, die Mod ist gar nicht so schlecht, die ich drauf habe. Die macht es zwar etwas dunkler. Ich weiß, es ist nicht so schön. Aber auch atmosphärischer. Ja gut, was machen wir mit dir? Wir schauen mal, was ich so in meinem Inventar habe, ne? So, hier haben wir neues Zeugs. Was haben wir denn hier neu? Ohren? Floren? Ja, Floren. Das ist ja die gängige Währung. Ist es die Nilfgaarder Währung, ne? Die Ohren sind... Die Temerische, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Bin mir nicht ganz so sicher. Eins noch. Nein, halt. Andersrum. Alchemie. Eine Schwalbe bräuchte sie. Haben wir. Was haben wir? Was fehlt denn uns schon wieder? Müssen wir beim Kräuterhändler hin und bräuchten.
Schüllkraut. Zwergenschnaps. Zwergenschnaps. Okay. Also Zwergenschnaps. Fehlt uns in rauen Mengen. Wir schauen mal. Wir können sowieso hier nichts machen. Ne? Wie es aussieht. Oder vielleicht brauchen wir dazu erst Schwolke. Ja? Hast du... Ja, Moment mal. Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Der arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Oh, es ist schon mehr, als ich überhaupt vermutet habe, dass man uns von einem eher Nebencharakter erzählt. Ja, Melitele-Tempel, das habe ich euch am Anfang schon gesagt, dass Yennefer und Ciri dort waren. Und nämlich, der Hexer wollte sie versteckt wissen, denn alle waren hinter Ciri oder Ciri, wie er sich hier nennt, her. Und bei Nenneke fanden sie Unterschlupf. Und dort hat Ciri dann auch die Magie erlernt von Yennefer, also in den Grundzügen. Ja, und ein bisschen so zwischen Yennefer und Nenneke gab es so ein bisschen, ja, Reibereien möchte ich es nicht nennen. Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit. Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Ich muss dich trotzdem nochmal fragen. Was hab ich bekommen? Halt, wer kommt denn jetzt? Wer? Moment, wer bist denn du? Vor allen Dingen, was machst du hier? Achso, warst du nicht krank? Sag mal, Lena? Warst du nicht gerade richtig krank? So richtig? Dass ich Schwalbe brauchte? Ja? Ich brauch noch mal. Tut mir leid, aber wir müssen mal schauen, was du für Kräuter im Angebot hast. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Wir bräuchten Zwergenschnaps. Ich sag's ganz ehrlich, so wie es ist. Eine zerriebene Perle braucht man nicht. Was haben wir denn hier überhaupt für... Hier! Zwergenschnaps kostet ja richtig Geld. Wäre natürlich schön, ne? Wenn wir das Rezept wüssten. Dann bräuchten wir es nicht zu kaufen, ne? Aber dann haben wir nichts mehr. Dann haben wir weiß Gott nichts mehr. Können wir eigentlich dir irgendwas verkaufen? Wir haben doch bestimmt irgendwas hier. Du willst, das ist natürlich unverkäuflich. Klar. Aha. Hoho. Also nicht unverkäuflich, aber du willst es nicht, ne? Ist mir schon klar. Ja, ich könnte dir hier das ganze Fleisch verkaufen, ne?
Was bekomme ich denn dafür? 12 ist ja der absolute Burner. Ist ja das absolute. Ja, nee. Aber, ja, diese Zwergenschnaps, ne? Wäre nicht schlecht, wenn wir den hätten. Als Rezept. Ach, was soll's. Oder? Quatsch. Mist. Jetzt ist geschehen. So, mal schauen, ob wir den jetzt herstellen können. Leb wohl. Darf ich mal dein Alchemie hier Set benutzen? Ist nett von dir. So, jetzt wollen wir mal schauen. Können wir? Wo? Bisschen blöd hier. Was fehlt uns denn nun schon? Oh Gott. Zum Zwergen. Ich werde wahnsinnig. Zum Zwergenschnaps fehlt uns Mahakama-Schnaps. Hallo? Und sogar 2. Na, dann wird es erstmal nichts mehr mit der Schwalbe. Heute. Und morgen. Ein Blödsinn, oder? Was wir hier gemacht haben. Ja, können wir hier vielleicht ausruhen? Das wäre nett. Ich würde gern bei Tageslicht weiterreisen. Oder? Wie sieht's denn aus draußen? Wir schauen mal kurz raus. Nee, ne? Ich würde mich gern hier ausruhen. Ich lege mich irgendwo hin, ne? Darf ich? Doch. Hoffentlich. Bitte. Schön. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, ne? Ciao, ciao.